Ihr habt momentan eine super Serie. Was erwartest du für ein Spiel am Montag gegen Paderborn? Ja, wenn man die letzten Spiele sieht, dann sind wir gut in Form. Aber ich denke, wir schauen jetzt auf Paderborn, wo sehr stark ist momentan auch. Wo auch mittlerweile vor uns liegt noch, glaube ich. Und wir wissen, dass die stark sind und werden uns bestmöglich auf sie vorbereiten. Ihr seid insgesamt ein relativ großer Kader mit über 30 Spielern. Tut euch der Konkurrenzkampf gut, sodass ihr euch gegenseitig pusht, beziehungsweise auch, dass es Auswirkungen auf eure Einzelleistungen hat? Auf jeden Fall, also ich glaube, da ist das Zeichen ganz klar. Ausruhen kann man sich hier auf jeden Fall nicht, weil die Jungs brennen, die hinten dran sind, die gerade vorne weggehen. Das ist alles nah beieinander, das nimmt sich nicht viel und dementsprechend ist das Niveau auch im Training schon relativ hoch und ich glaube, das tut der ganzen Mannschaft sehr gut.